Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. Und wir dürfen heute wieder mit der Serie A-Mannschaft versuchen, noch weitere 3 Punkte zu machen. Dann haben wir zumindest den Abstieg schon mal vermieden. Das wäre natürlich schon mal die erste Stufe, die ich einfach mal diese Saison schon mal schaffen will. Jetzt bin ich natürlich auch dazu übergegangen, wo die FIFA-Karriere vorbei ist, dass ich hier täglich hochlade. FIFA Ultimate Team. Vielleicht gefällt es euch, wäre nicht schlecht. Lasst einen Daumen da, dass euch das gefällt. Ich denke mir so, ach, FIFA macht mir momentan wieder extrem viel Bock. Vor allem Ultimate Team mäßig. Oh, und eine 79er bewertete Mannschaft. Kein ja, Spieler, der selten ist. Auch nicht schlecht. Ja, mir macht es halt mittlerweile wieder viel Spaß, dass ich Ultimate Team zock. Vielleicht, weil ich nicht mehr andauernd zwischen Karriere und Ultimate Team hin und her wechseln muss. Durch das muss ich meine Spielart nicht unbedingt anpassen, weil der PC doch um einiges anders da spielt als jetzt. Ja, ein anderer menschlicher Gegner. Und jetzt wäre ich froh, wenn hier mal fertig geladen ist. Deswegen bringe ich jetzt momentan Ultimate Team in Serie. Wieso nicht? Wieso nicht? Also hoffentlich gefällt es euch. Da habe ich mich jetzt heute Nacht dazu entschieden und habe jetzt schon ein paar hochgeladen, aber oder noch ein paar aufgenommen. Oh, ein Durchrenner. Bleibst du hier? Bleibst du hier? So, nichts gibt's. Da konzentrieren wir uns gleich mal und versuchen unser Bestes. Wenn wir hier durchkommen, komm, Maicon. Du bist schnell normalerweise. So, mal kurz anhalten. Nochmal drehen. So, Flanke kommt. Ah, shit. Hat sich natürlich die ganze Verteidigung hier formieren können. Aber ich wollte halt vermeiden, dass mir der Verteidiger da den Ball abnimmt. Oh, der war ein bisschen steil, aber Higuain schön gelaufen. Wir zeigen schon mal die Richtung, wo wir hinwollen. So, danke. Mein Ball. Ah. So, nichts gibt's. Meiner. So, nicht zu TWS. Higuain steht nicht im Abseits. Shit. Shit. Wäre schön gewesen, wenn wir da durchgekommen wären. Aber nö. Da ist die Verteidigung relativ schnell hier unterwegs. Was ist das jetzt bitte für eine Musik? Hä? Die irritiert mich jetzt gerade. Ich habe hier gerade Musik gehört. Das war jetzt kurios. Habe ich noch nie gehört, dass hier Musik kommt. Naja. Nix gibt's. Oh, jeder läuft vorbei. Meiner kommt. Oh, ich krieg den nicht. Das war jetzt irgendwie kurios. Wieso kommt da mal Musik? Boah. So, komm. Oh, da kriegen wir nicht mehr weg. Ecke für meinen Gegner. Hm? Habt ihr die Musik auch gehört oder war die nur bei mir oder keine Ahnung? Voll komisch. Kein Elfmeter. Danke. So, Cutrado. Ah, sauber, schön. Macht. Tevez, kriegt er den? Nee, der Verteidiger schiebt sich da zwischen Tevez und Ball. Das ist ja blöd hier. Aber wir können irgendwas machen heute. Boah, Lopez, sauber, Junge. Ah, Higuain kommt da nicht zuverlässig hin. Aber schön, nochmal Cutrado, Higuain, Tevez, ah, kommt da nicht hin, El Sharabi, fällt im 16er, 11 Meter, ja, zwar halb eingehakt, aber kann man schon mal bringen, diesen 11 Meter, in der 23. Minute, ja, da einfach das Knie stehen lassen, El Sharabi kommt dann zum Stolpern und fällt dann einfach. Tevez tritt zum Elfmeterpunkt. Mal gucken, ob er das Ding macht. Das wäre natürlich schön. Und ganz knallhart 1-0 versenkt diesen Elfmeter.
gefällt mir. Direkt in die Mitte nölen ist halt nicht mein Ding, ne? Und das wissen halt viele nicht, weil ein Elfmeter wird eigentlich zu 90% nicht in die Mitte geschossen. Zumindest nicht so. Ja, passt. Sind wir 1-0 vorn. Jetzt natürlich heißt es ausbauen, die ganzen Quark. Und hier versuchen unser Bestisch. Damit wir. Oh shit. Habe ich ja den Flügel hier total offen gemacht. So, lieber zur Ecke klären, da scheiße ich mal auf alles. So, 1-0. Unser TWS hat's gemacht. So, wegköpfen. Oh, nee. Die stapeln sich hier schon wieder. Meine Spieler, der geht vorbei. Ein schöner Distanzschuss. Muss man ja irgendwo zugeben. So, Lopez, weiter Ball. Danke. Cuadrado. Hat hier keinen Platz, deswegen nochmal zurück. So, Cuadrado. Oh, schieß ich meinen Mann hier an. Oder den Gegner hier an. So, wieder in die Verteidigung zurück. So, schön hier geklärt. Schön nochmal zurückgeköpft. So wie es einfach mal sein muss. Gleich mal den weiten Ball ausgepackt. Ah, shit. Direkt reingegangen und hat funktioniert. Das ist blöd. Dass ich den nicht ganz erwischt habe. Na, komm. Komm, Tevez. Ah, die Ecke, die Lücke wird zu klein für ihn. So, Einwurf für uns. Haben sie nur hier rausgehauen, damit geklärt wird. So, Cuadrado läuft schön, bringt die Flanke. Ah. Shit, da ist er einfach mal nicht hingekommen. Verteidigung steht gut. So aus dem Spiel heraus noch nicht so viele Torschüsse von uns. Ah, shit. Es wäre natürlich auch mal wieder schön, wenn wir das machen könnten. So, komm. Oh, Tevez. Bleibt da hängen am Spieler. Oh, schön reingegangen. Schön nochmal reingegeben zu Tevez. Und da ist er drin. 2-0. Ob das dem Verteidiger angekreidet wird als Eigentor, wohl eher nicht. Sieht zumindest gefährlich danach aus. Ja, als Eigentor, wirklich, wird es ihm angekreidet. Das ist natürlich blöd. Dass ihm das angekreidet wird, das finde ich fast ein bisschen schade. Er kam halt nicht mehr entscheidend hin. Er hat ja nicht exorbitant reingelenkt, den Ball. So, super. Oh, die Kamera, was macht die Kamera da gerade? Das war jetzt ein bisschen kurios, dass sie hier nicht weiter lenkt. Ein Spieler von ihm ist verletzt. Das ist mir aber mal Wumpe. Na, komm. Ah. Da geht er gut. Da ein bisschen rein. Oh, schöner Distanzstoß. Aber den hat Lopez. Ganz einfach. So ist das. Und jetzt bauen wir uns hier gleich nochmal auf. Mit Higuain. Ah, shit. Cuadrado bringt den Ball da nicht rein. Das ist natürlich blöd. So, schöner Pass. Oh, Tevez steht meilenweit im Abseits. Komm, kannst du zurücklaufen. Das muss dann auch nicht unbedingt, dass er hier pfeift. 4 Minuten Nachspielzeit in dieser Hälfte. Ah, shit. Ich kann mich da einfach nicht durchkombinieren, nur diese Abwehr. Sehr schwer zumindest. So. Oh, der ist zu weit. Da kommt der Torwart einfach mal ganz easy hin. Ja, jetzt ist erstmal Halbzeit. Wir haben komfortable 2-0-Führung. Meine Passgenauigkeit ist wieder grottig. 67%. Ich muss erst heute warm werden. Das ist mein erstes Spiel heute. Bin ja noch ein bisschen müde. So ein bisschen zumindest. So, kommt Tevez. Ah, der Ball kam mal gar nicht zu Higuain. Oh, jetzt kombiniert er sich hier durch. Jetzt hat er sich hier warm gespielt. Oh, aber Lopez hält den einfach mal. Ganz konkret.
Das finde ich super. Ein guter Mann, der Gude. Den führt er wieder kurz aus. So, nix gibt's. Vielleicht noch eine Ecke. Aber das ist mir Wurst. Ah, den macht er definitiv lang. Nee, doch nicht. So, ich komm mal mit, ja. Ist in Ordnung, oder? Ah, den bringt er hier raus. Auch nicht schlecht. Schön reingeworfen und Konter. Es gibt's nicht. So, Tevez. Ah, dann nimmt mir mit der Hacke der Verteidiger den Ball ab. Das war ja Hammer. Aber einen schönen Ball da gemacht. So, ganz abgebrüht den Ball da mitgenommen. So, den Ball ein bisschen laufen lassen. Ein paar Leute hier mitnehmen. Ah, oh, shit. Dann kommt der Ball hier nicht durch. So, da war der Passweg zu, ne? Da geht da mal gar nichts. Na ja, komm. Ah, oh, wie ich die Leute heute immer anschieß. Das ist ja der Wahnsinn. Und jetzt kommt mein Gegner natürlich mit immer größer werdenden Schritten. Boah. Das ist ja fast zum Kinderkriegen hier. Wo ist denn er jetzt hingelaufen? Den hat er nicht ganz unter Kontrolle gebracht. Was? Tevez kriegt auch eine Karte. Okay. Was hätte er denn schon wieder Feines angestellt? Ach, danke, dass ich das sehen darf. Ich habe nichts gedrückt, aber hey. Ich glaub dir mal, Schiri. Ich muss ja wohl. Boah. Wie ich das hasse, wenn man sowas nicht mehr angucken kann. No. Was war denn das bitte? Ein Voll-Mongo-Pass. Alter, jetzt dreht er aber hier ein bisschen auf, ne? Findet aber wirklich meine Passwege heraus. So, Tevez ist frei und kann reinnölen. Wunderbar. Ohne Erbarmen. Schön einfach reinkombiniert. Zwar ein bisschen wir, aber schön reinkombiniert. Haben wir die Lücke einfach mal ausgenutzt, die doch da war. Und hauen ihm das Ding hier rein. Wunderbar. Schön gemacht. 65. Minute, die 3-0-Führung. Das kann sich sehen lassen. Jetzt wird er wieder zum Durchrunner. So, aber nicht mit mir. Er passt sowieso schon ins Aus, weil er sieht, das wird nichts. So, wunderbar. Passt ja schon. So. Komm, rüber damit. Ah, shit. Das ist natürlich blöd, dass wir hier nicht hingekommen sind. Na, komm. Immer schön hinterher den Ball. Oh, ein Anschlusstreffer. Ja, Zeit ist es geworden. So schlecht hat er ja nicht gespielt. Da kann man ihm schon mal so einen Ehrentreffer zugestehen. Jetzt müssen wir halt die letzten 20 Minuten noch ein bisschen aufpassen. Nicht, dass hier irgendwas Böses für uns passiert, wie zum Beispiel noch ein Treffer oder noch zwei Treffer. So, raus damit. Flanke kommt. Ah! Da kommen wir nicht hin. Shit! Guter Versuch, gute Flanke. Leider war da El Sharabi ein bisschen zu klein für den Ball. So, auch wenn er nicht so klein ist. Ach komm schon. Was soll denn der Scheiß? Na komm. Jetzt läuft der hier schon wieder durch. Willst ja schon wieder so probieren? Nee, nee, nee. Nix gibt's. Was? Foulspiel? Wo? Wann? Wie? Was? Wo? Was? Muss ich das verstehen? Wohl eher nicht. So. Eine Drei-Mann-Kombination. Okay.
Was bietet das jetzt Feines? Ah, okay, so was. Der hat also fleißig im Training geübt. Freistöße und so ein Käse. Na, komm. Ah, oh, Ball abgenommen, passt. 10 Minuten noch regulär zu spielen. El Sharabi stiefelt da gut los. Higuain kommt mit. Wunderbar. Und dann lassen wir uns einfach zu viel Zeit mit dem Abschluss. Ah, shit. Ecke für uns aber. Maicon bringt sie rein. Torwart kommt weit raus. So, Einwurf für uns. So, komm schon. Och komm. Nicht mal annähernd angenommen. Das finde ich ein bisschen blöd. Also nicht mal Anstalten macht, den anzunehmen. So, der wird nix. Den fangen wir hier ganz gekonnt ab. Passen uns da hinten erstmal ein bisschen schön rum. So, laufen uns fast fest. Ah, der war zu weit. Shit. Shit. Da kullert noch ein Ball rum. Der irritiert mich ein bisschen. An der Mittellinie. Nee. So, weg damit. Da ist, glaube ich, ein Spieler von ihm humpelnd gewesen auf einmal. Mann, diese Fehlpässe bringen mich heute noch um. Higuain, schöner Ball. Ah, nee. Ein bisschen mehr Druck, ne? Der hat dann gesehen, dass er zu weit rausgelaufen ist. Och, nö. Voll doof. Hat er mich hier voll gemobbt? Oder voll verarscht, eher gesagt. Och, nö. Also ich hier keine soliden Torschüsse in der zweiten Hälfte hinbringen. Ja, gut, einen habe ich ja hinbekommen. Nur, wenn sich die abgesenkt hätte, wäre es vielleicht von Vorteil gewesen. So, jetzt weiter Ball. Wunderbar, kommt schön. Oder auch nicht. So, ab durch die Mitte. Higuain. Da läuft Tevez. Ja, Ecke noch. Noch eine Ecke kurz vor Schluss. Die können wir natürlich auch noch verwerten. Hoffen wir mal. Maicon bringt die. Schön weit raus, aber naja, war jetzt nicht so geil. Naja, 3-1, wir haben gewonnen. Wir haben den Titel halt zumindest schon mal sicher. Jetzt geht es natürlich noch drauf und dran, vielleicht aufzusteigen. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen kämpfen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, bis morgen.